Moin Leute, Herbert hier und ein herzliches Willkommen hier zurück zum American Truck Simulator 2000 und keine Ahnung, weiß ich gar nicht, von wann ist denn der? So, heute fahren wir eine kurze Tour und danach kommt noch eine. Wir fahren nämlich nach Nampa von Boise. Boise ist jetzt nicht, oder Boise, ich weiß leider nicht, wie der Ort ausgesprochen wird, tut mir leid. Und wir fahren einen Kenwood. Aber die fahren auch nur kurz Speiseeis aus. Ich würde sagen, nach Fabrik ist das Speiseeis ausgegangen und wir sind jetzt der Retter in der Not und liefern das benötigte Eis. Das kann man mal machen. Muss man jetzt nicht immer machen, so wohltätig sein. Aber wir sind so nett und machen eine Expresslieferung und dann ist das kein Problem für uns. Geiler Truck. Ich mag ihn jetzt schon. Ich mag auch die ganze Soundkulisse. Herrlich. Keep left, then turn left. Sind wir dabei. Hoffentlich wird die jetzt grün. Oder auch nicht. Okay, ich bin ehrlich, ich hätte jetzt gedacht, die ist in Reihe geschaltet. Erst alle, dann nur die Linksabbieger. Schade. Hätte ja sein können, dass wir es mal einfach haben heute. Ups. Über einen Standstreifen müssen wir jetzt nicht unbedingt fahren. Wir müssen ja nichts Unvorhersehbares provozieren. So, wie schnell dürfen wir denn? 70 Meilen. 70 Meilen sind über 110 km/h, Leute. Das ist unfassbar. 65 Meilen. Das sind knapp an die 100. Oh, das macht aber gut. Sehr schön. Schon geiler Sound, oder? Wahnsinn. Na, der vor uns trödelt so ein bisschen. Deshalb bleiben wir lieber in zweiter Reihe, weil manchmal gibt er Gas, dann wird er langsamer, dann wird er wieder schneller. Keep right, then exit right. Das ist immer noch das Praktischste, was es gibt. Boah, schöner Autohandel hier. Das ist cool gemacht. Also wie gesagt, das ist jetzt nicht nur diese Tour in dieser Folge. Ne? Ihr könnt es wahrscheinlich an der Folgenlänge auch sehen. Nicht, dass ihr euch wundert. Ja, wir turnen ja schon die ganze Zeit. Immer mit der Ruhe. Sehr schön. Oh, Dachfenster. Gerade erst gesehen. Auch nicht schlecht. Ach, hier müssen wir rein. Oh. Steht auch schon der Hubwagen. Die erwarten es, wie gesagt. So, jetzt müssen wir gucken, ob wir noch ein bisschen drehen können.
den dicken Arsch hier von diesem riesen Truck rumkriegen. Das müsste aber gehen. Kein Problem, sehr gut. Man sieht gar nichts. Krass. So, dann kriegen die ihr Eis geliefert und wir sehen uns in der nächsten Tour. Los geht's! Und da sind wir schon im nächsten Auftrag und zwar nach Grangeville oder Grangeville. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Auf jeden Fall eine schöne Strecke. 183 Meilen. Los geht's, Leute! Mein Gott, ist das laut! Und wieder Kenwood. Aber diesmal in Gelb. Und wir transportieren im Übrigen Altverpackungen. Turn right. Ich frage mich, ob man dieses Rechtsding hier überlisten kann, wenn ich jetzt hier rechts fahre und direkt links abbiege auf die Spur und dann rechts fahre, weil dann ja da rot ist, dann müsste ich doch eigentlich schneller sein. Eigentlich. Muss nicht. Boah, da fühlt man sich direkt verarscht. Schon geil aus, oder? Wenn man hier so steht. Wahnsinn. So, und danach haben wir, glaube ich, noch zwei Städte. Und dann war es das DLC schon. Unfassbar. Aber wir haben sehr viel gesehen. Sehr viel Schönes. Was sich gelohnt hat zu sehen. And then continue straight on. Was ist hier los? Go straight on. Oh nein, nicht abbiegen, nicht abbiegen, bitte nicht. Nein! Alles gut gegangen. Mein Fehler. Wie immer. Das hat er nicht kommen sehen, glaube ich. Und wenn, hat er nicht drauf reagiert, sagen wir mal so. Ah, hier rechts kommt gleich eine Wiegestation. Ich hoffe, dass wir nicht hinfahren müssen, weil das kostet sehr viel Zeit. Schön hier an den Camaros und an den Mustangs und an den was auch immer für Fahrzeugen vorbei. Oh, schön überholt. Herrlich. Was natürlich immer heftig ist, ist dieser Spritverbrauch von diesen Amis, ne? Also hier sind wir gut bei 72 Litern. Kann man machen, muss man nicht machen unbedingt.
Umgebung, Leute. Wir müssen leider in der Außenperspektive fahren. Wir verpassen sonst viel zu viel. Wir fahren natürlich jetzt gerade auch wieder viel zu schnell. Wow. Okay. Frage hat sich erledigt, ob man umkippen kann. Ja, wenn man es provoziert. Definitiv. Aber dann ist das wirklich schon extreme Provokation, das Ganze. Aber hier der Boden an der Seite, das sieht so gut aus. Wahnsinn. Sehr schön. Und schon können wir durchstarten. Schön mit 65 Meilen hier durchbrettern. Ohne Spaß, Leute, holt euch das DLC. Es sieht herrlich aus. Es macht Spaß, rumzufahren. Fahrt die Kamerasymbole ab, damit ihr ein bisschen seht, auch von der Umgebung und so. Übrigens habe ich jetzt eine Playlist erstellt für dieses DLC, damit ihr das auch immer wieder findet, damit ihr auch die anderen Folgen sehen könnt, wenn ihr einen bestimmten Ort sucht. Wir fahren in diesem Let's Play jeden Ort natürlich einmal ab. Okay, machen wir. Go straight on. Hier rechts ist zum Beispiel ein Kamerasymbol, da würde ich jetzt am liebsten hinfahren, wenn wir gut hinkommen. Ja, kommen wir, sehr gut. McCall, welcome you, die Kleinstadt McCall. Seit 1971 gibt es das Restaurant. Wunderschöne moderne Hotels an einem See. Wow. Guckt euch das an. Schön die alten Amis da geparkt. Sehr gut. Ein paar Hybridfahrzeuge. Ein bisschen zu oft das gleiche Auto. Aber sonst wunderschön gestaltet. Sehr schön. Go straight on. So, dann verlassen wir dieses wunderschöne Städtchen. Durchgehend beschleunigt, damit wir hier passend an der Geschwindigkeit sind. Und riskiert, dass wir vielleicht ein Ticket bekommen oder so. Aber alles gut. Natürlich hätte das auch in die Hose gehen können, aber ich bin da immer eigentlich positiv und guter Dinge. Das Navigationsgerät mag uns nicht so unbedingt. Oh, sehr gut. Ein bisschen bergab tut uns gut. Dann können wir noch ein bisschen durchbeschleunigen.
sind ja nun mal ein bisschen beschränkter unterwegs hier. Gott, da hätten wir die Brücke fast von unten sehen können. Halleluja, dass da nichts passiert ist. Der ist aber nicht so stabil wie der Mac. Der Mac ist deutlich besser, als, also stabiler auf der Straße. Die Straßenlage ist besser. So. Mein Gott, ist die Hupe laut. Schade, dass die Fanfaren sich alle gleich anhören, oder? Erst schön in die Rechts-, Linkskurve, dann in die Rechtskurve legen. Ich bin gerade am Überlegen, welches digitale Anzeigegerät nochmal für die Seitenlage ist im Flugzeug. Ist das das Gyroskop? Wenn ja, bräuchte dieser LKW auch eins. Dass man ungefähr weiß, wann man kippt und wann nicht. Ich habe ihn doch gar nicht berührt. Habe ich ihn berührt? Dann tut's mir leid. Entschuldigung. Boah, geil. Mein Gott, ich war so von der Aussicht begeistert und habe dann erst auf die Kurve geachtet. Was ist das hier? Ach geil, eine Aussichtsplattform. Ja gut, sowas schaut man sich aber dann auch gerne an, ne? Herrlich. Match for walks. Okay, machen wir. Stand da Match oder Watch? Achten Sie auf Steine? Egal. Man soll auf jeden Fall darauf achten, dass hier kein Stein runterpurzelt. Man könnte ja auch dagegen was tun, dass man nicht darauf achten muss, aber... Da steht Watch, nicht Match. Okay. Aus den Füßen, Junge. Quäl dich nicht so. Mal das ganze Potenzial hier testen. Herrlich. Leute, die an einem vorbeifahren und denken so, wow, warum ist der so schnell? Ist der verrückt? Nein. Get ready to turn right. Die Firma braucht Altpapier. Wir liefern das Altpapier. Ganz einfaches Prinzip. Turn right. Machen wir sehr gerne sogar. Auch eine wunderschöne gestaltete Stadt.
mittlerweile habe ich das dumpfe Gefühl, dass es hier keine Polizei gibt in Idaho. Der perfekte Ort für uns. Da müssen wir hin, Leute. Get ready to turn left. Machen wir. Turn left. Herrlich. So, da wir nicht sehen gleich, wenn wir gerade stehen, parke ich das Ding nochmal so rum. Ich sag nochmal vielen lieben Dank fürs Zuschauen, meine Freunde. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin bleibt mir seid. Danke fürs Zusehen und Tschüssikowski. Macht's gut. Ciao.